Und nun erleben Sie als nächste Rednerin die Kollegin Petra Hinz für die SPD-Fraktion. Guten Morgen, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der Tat, ein sehr guter Nachtragshaushalt, den wir hier heute in erster Lesung auf den Weg bringen. Moment mal bitte, nicht ganz so hoch, etwas tiefer wäre in dem Fall für mich zweckmäßig. Danke. So, wir bringen mit dem Nachtragshaushalt drei verschiedene Säulen ein. Ich möchte gerne zwei davon ansprechen, und zwar das, was uns insgesamt hier umtreibt, die Frage der kommunalen Finanzen. Und ich werde zum Schluss kurz streifen auch noch mal das Thema der Flüchtlinge, der Asylbewerber und wie unsere Kommunen und wie wir sie stärken und damit umgehen. Wir haben in unserem Koalitionsvertrag, Stärkung unserer Kommunen ganz klar auch festgeschrieben. Im Haushalt 2014, im Haushalt 2015 können wir dieses auch explizit nachlesen. Wir reden heute hier nicht über den Haushalt 2015, sondern über den Nachtrag dazu. Also wir reden über die Mittel, die zusätzlich noch eingebracht werden. Und das sollte und muss hier auch deutlich gemacht werden. Herr Klaus, ich teile nicht Ihre Auffassung, dass wir die Kommunen gegeneinander aufbringen. Ganz im Gegenteil. Es waren im Februar 53 Vertreter aus den unterschiedlichen Kommunen, und zwar parteiübergreifend. Es waren aus 7 Bundesländern und nicht nur aus einem Bundesland und nicht nur, ich sage mal, eine Handvoll Kommunalvertreter, sondern es waren die Oberbürgermeister und die Kämmerer hier in Berlin, haben hier selbstbewusst und zu Recht darauf aufmerksam gemacht, wo der Schuh zusätzlich drückt. Und dann finde ich es verantwortungsvoll von unserer Regierung, dass sie sich zusammensetzt in den Verhandlungsrunden und dann zu einem Ergebnis kommt, dass sie feststellen, dass es einfach Länder gibt aufgrund ihrer Struktursituation. Und dann sage ich mal, Nordrhein-Westfalen, lieber Kollege Brinkhaus, das scheint für Sie ja ein Trauma zu sein, dass Sie, okay, will ich mal so hinnehmen, das scheint ein Traumata zu sein, ist egal, worüber Sie reden, ein Satz würdigen Sie immer der Landesregierung, aber falsch. Ja, wenn Sie heimatverbunden wären, dann würden Sie tatsächlich über die Erfolge reden und nicht über das, was nicht stimmt. Dann möchte ich mal sagen, das wollte ich nämlich jetzt sagen, lieber Kollege Thomas Oppermann, und zwar, ich bin seit 2005 im Deutschen Bundestag. Mit unter anderem auch in meiner Verantwortung war die Umsetzung der Frage Kindertagesstättenausbauprogramm. 4 Milliarden €. 2 Milliarden sollte direkt in den Bau gehen und 2 Milliarden dann direkt in die Unterstützung für die Erzieherinnen und für Betriebskosten, was eigentlich gar nicht Bundesaufgabe ist, haben wir gemacht. So. Nordrhein-Westfalen sollte zwischen 600 und 700 Millionen € zur Verfügung bekommen. Haben Sie bekommen. Meine Stadt, die Stadt Essen, hätte zwischen 60 und 70 Millionen € für den tatsächlichen Ausbau der Kitas bekommen sollen. Nein, hat der damalige Ministerpräsident entschieden. Herr Rüttgers, CDU, hat gesagt, nein, ich bringe gerade ein Parallelprogramm auf den Weg, nämlich das Kibitz-Programm. Kibitz war elitär, nämlich da mussten sich die Eltern, die es sich leisten konnten, entweder für 25 Stunden in der Woche, für 35 oder für 45, teuer einkaufen. Ich weiß nicht, ob das gerade ein Vorzeichen ist, ein gutes Signal eines Ministerpräsidenten, wie man verantwortungsvoll mit den Kommunen in dieser Frage umgeht. Nach der Wahl haben wir einen Wechsel gehabt, Gott sei Dank. Hannelore Kraft hat als allererstes in ihren ersten Jahren auf den Weg gebracht, und zwar einen kommunalen Finanzierungspakt, und zwar für die Kommunen, die in Nothaushalten leiden. Das hat sie gestemmt in dieser Zeit. Und ich sage mal, das sollten Sie erwähnen. Sie bringt unter schwierigen Voraussetzungen, stärkt sie die Kommunen, die in Haushaltsnotlage sind. Und Nordrhein-Westfalen ist ein bevölkerungsreiches Bundesland. Wir haben und sind noch dabei, den Strukturwandel auf den Weg zu bringen. Insofern finde ich den Verteilungsschlüssel, so wie er jetzt gewählt worden ist, nach Kriterien, nach Einwohnerzahl, Höhe, nach Kassenkredit. Und auch das muss doch mal gesagt werden, Herr Klaus.
Die Frage, dass die Kommunen Kassenkredite, gerade insbesondere, und ich rede von dem Bereich, wovon ich Ahnung habe, sage ich aus dem Ruhrgebiet, gerade diese Kommunen, die Frage der Kassenkredite, warum sie die aufgenommen haben, sollen wir die hier tatsächlich begründen? Sollen wir ihnen sagen, seit wann die Kassenkredite aufgewachsen sind? Sollen wir ihnen die Hintergründe wirklich erzählen? Es bringt nichts zu polarisieren und es bringt auch nicht zu polemisieren, sondern in dieser Frage gilt es, und da haben uns die 51 Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister und die Kämmerer, die hier waren, aus 7 Bundesländern einständig gebeten, dass hier eine Diskussion im Parlament stattfindet, dass wir uns mit den kommunalen Finanzen beschäftigen, dass wir uns im Rahmen der Bund-Länder-Finanzausgleiches damit beschäftigen, wie wir insgesamt Deutschland, wie wir die Kommunen, wie wir Landesvertretungen und wie wir auf Bundesebene unsere Politik tatsächlich auch gut nach vorne bringen können. Denn ganz egal, welche Ebene, und darauf sind wir, glaube ich, wohl, das ist unser gemeinsamer Nenner, glaube ich, schlussendlich passiert alles und deswegen auch die Investition in den Kommunen. Und jetzt komme ich zu einem weiteren Punkt, und zwar zu dem Bereich der Flüchtlinge. Ich bin sehr froh und auch dankbar darüber, dass mein Fraktionsvorsitzender und auch der Wirtschaftsminister, obwohl wir in diesem Nachtragshaushalt für dieses Jahr 2015 500 Millionen und fürs nächste Jahr nochmal 500 Millionen auf den Weg bringen wollen, bereits jetzt nochmal aufgrund der Situation, die wir in Europa vorfinden, jetzt nochmal angekündigt haben, dass wir die Kommunen in toto entlassen müssen, wenn es denn da um die Unterbringung der Flüchtlinge geht. Richtig ist so. Und es ist auch an der Zeit, einmal deutlich und Dank zu sagen all denen, die sich ehrenamtlich engagieren. Denn ohne ihre Arbeit in den Kommunen, ohne ihre Arbeit jetzt gerade mit den Asylbewerbern und den Flüchtlingen, würde so einiges und würde so vieles würde es teurer werden. Und sie tragen zur Integration bei. Und dieses wird insgesamt auch mit dem Nachtragshaushalt gewürdigt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist die erste Lesung. Wir werden mit diesem Gesetzentwurf in die Anhörung gehen. Am 4. Mai findet die Anhörung im federführend im Haushaltsausschussbereich statt. Ich freue mich auf Ihre Anregungen, auf Ihre ach so vielen Verbesserungen im Bereich der Stärkung der Kommunen. Ich freue mich darauf, dass wir tatsächlich gemeinsam für die Kommunen, für die Menschen vor Ort hier Politik machen. Und ich kann nur sagen, neben dem Haushalt, den wir im letzten Jahr hier verabschiedet haben, ist dieser Nachtragshaushalt ein Gewinn für die Kommunen und für jede einzelne Kommune in jedem Bundesland, in jedem Stadtstaat, egal wie gut oder momentan vor welchen Herausforderungen sie stellen. Das möchte ich hier in dieser Form einmal festhalten. Und ich möchte mich bei all denen engagieren, die tagtäglich in den Räten vor Ort Politik machen, nämlich für die Menschen vor Ort. Und das ist unsere Aufgabe, dort vor Ort die Dinge zu stärken. Ja, überall da, wo wir verantwortlich sind. Ein ganz kleiner Hinweis noch. Der Rechnungsprüfungsausschuss war gestern beim Bundesrechnungshof. Wir haben dort den Bericht gemeinsam diskutiert, die Beziehung der Bund-Länder-Finanzen. Da ist noch mal deutlich geworden, was der Bund insgesamt leistet in der gesamtstaatlichen Verantwortung. Und dieses werden wir auch zum Gegenstand unserer Beratung am 4. Mai in der Anhörung machen. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen spricht der Kollege Sven-Christian Kindler.